Vor 10 Jahren hat seine Karriere im Kinderzimmer begonnen. Heute ist der niederländische DJ Sefa weltbekannt. Mit gerade einmal 17 Jahren ging sein Kindheitstraum in Erfüllung. Auf dem DEFCON 1, dem größten Hardstyle-Festival, spielt er schon vor 60.000 Fans. Immer unterstützt von den Eltern. Ich habe es ihnen nie wirklich gesagt. Sie haben mich Musik machen sehen, da war ich noch sehr jung. Und sie haben immer gesehen, dass ich das wirklich will. Und ich war schon damals ziemlich gut. Das förderten sie auch. Als ich meinen ersten Auftritt hatte, war ich 16. Ich spielte von 5:15 bis 6 Uhr in der Früh. Also musste ich meine Eltern um Erlaubnis fragen. Aber sie sagten nur, sicher mach, wir kommen mit. Andere DJs lassen sich mit der Limousine zum Auftritt kutschieren. Sefa fährt alles selbst. Der 19-Jährige hat erst seit kurzem den Führerschein. So bodenständig sind die Stars nicht immer im Lusthaus. Ja, es gibt richtig anspruchsvolle wie K1 zum Beispiel oder so. Das ist halt eine Katastrophe. Da musst du alle Gläser, alle Flaschen, alles aus dem Sortiment nehmen, weil die wollen nur mehr alles in Plastik haben, weil sie Angst haben, dass wer irgendwelche Gläser wirft oder sonst was. Ganz anders Sefa, der hat keine Starallüren. Aber auch für ihn hat der Ruhm Schattenseiten. Jedes Wochenende ein anderes Land. Das kostet seinen Preis. Sefa arbeitet bis zu 80 Stunden in der Woche. Freizeit, Fehlanzeige. Die meisten Leute glauben, dass ein DJ den ganzen Tag auf der Couch sitzt, ein bisschen Musik macht und am Wochenende feiert. Wir schlafen in den großen Hotels und fliegen nur Business Class. Das stimmt nicht. In den letzten Jahren hat man immer wieder von psychischen Problemen bei Musikern gehört. Avicii, der Selbstmord beging, oder Chester Bennington. Natürlich fühlt man sich einsam alleine im Hotel. Es macht aber auch einsam, die ganze Zeit alleine zu reisen. Das Stressigste ist aber, dass man sich die ganze Zeit beweisen muss. Man vergleicht sich die ganze Zeit. Bekomme ich genug Likes? Haben wir genug Auftritte? Ich denke, dass es wichtig ist, sich auf sich selbst zu konzentrieren, Musik zu machen, für die man lebt. Und ich glaube, alles kommt dann von selbst. Ganz von selbst ist es freilich auch bei Sefa nicht gekommen. Er bekam damals Unterstützung von Dr. Peacock, dem bekanntesten DJ in der Frenchcore-Szene und ein Freund seiner Mutter. Auch er war schon in Discos bei uns. Die Musik mit den lauten Bässen ist vor etwa 3 Jahren zurückgekommen. Ja, man muss natürlich die Szene, die Branche verfolgen. Ja, was ist angesagt, was ist auf den Festivals, welche Künstler sind Magneten und ziehen die Leute. Ja. In der heutigen Zeit ist es ja so, dass ein DJ nicht nur gute Musik machen muss, sondern er muss ja auch Influencer sein. Wenn man merkt, dass er in die Social Medias stark ist, dann hat er natürlich eine große Fanbase. Und die hat Sefa. 142.000 Fans folgen ihm auf Instagram. Und der nächste Hardstyle-DJ kommt schon am 21. Februar ins Lusthaus. Ran D.